Oh, schon vorbei. Scheinbar. Wo will der denn jetzt hin? Behalte die Schrift, mir bedeutet sie nichts. Vielleicht erfährst du etwas daraus. Ich bewege die Rebellen in meinem Stützpunkt zum Angriff auf Tamose. Dann sterben viele Unschuldige. Ich mache es allein. Wie du willst. Komme über ihn wie die himmlische Seele. Immer. Ein rätselhaftes Gedicht. Später werde ich den Todtempel erkunden. Ich mache jetzt einfach mal schnell Reise. Ich denke mal, ich nehme das hier. Ich meine, das sieht doch richtig schick aus als Assassine. Ach, Anubis ist eigentlich auch ein netter Kerl. Diese Zone ist tabu. Wir werden ja sehen, wie tabu. Einer weniger. Der hat ja sehr gute Ohren gehabt. Da ist der gute Kerl. Komm her, ja. Sibiave, Ibimanere. Ja, ja. Komm her, mein Großer. Ja, nee. Mit Pfeil und Bogen wird das nicht. Nicht zu weit springen, Junge. Oh Mann, jetzt kommt noch ein ganz großer. Hahaha.
Komm her. Na, geht doch. Das wäre jetzt witzig. Komm her. Bist du etwa nicht neugierig? Scheinbar nicht. Komm her, Kumpel, komm her. Hallo auch! Ja, man muss nur geduldig sein. Rufio, die Splitter entziehen sich uns immer noch. Der Orden ist ewig. Du bist vergänglich. Okay, das war creepy. Geht doch. Jessen! Mahane! Alle Davy! Die Götter mögen dich sehen! Du wirst weit weg von Rom begraben! Du bist zu gütig! Ups, Verzeihung. Ja. Danke, Zenno! Schauen wir mal, wo das liegt. Aha. Na dann. Auf. Hmm?
Dann schauen wir doch mal. Meine Hände, ihr Götter. Kinder der Nabatea als Sklaven. Oh Mann, das sieht nicht gut aus. Der Händler wurde beraubt. Seltsam. Sorkon muss hier sein. Aua. Was willst du? Ich will unentdeckt bleiben. Ich glaube, das haben wir gerade geschafft. Das war nicht schlecht, das war nicht schlecht, ey. Los, steh auf. Sie ketten die Kinder an. Oh, Götter. Ja, wir haben es verstanden. Weiter. Wir sollen auf ihn aufpassen. Der große Bayek sein. Ich habe den Hafen ausgeforscht und dabei gesehen, wie eine Frau die Kinder auf dem Sklavenschiff befreit hat. Eine Befreierin steckt hinter dem Raub? Eine Kriegerin der Nabatea namens Shakilat. Sie verteilt die Beute ans Volk und schlägt zu wie der Blitz. Ich bin ihr gefolgt, aber die Römer haben mich erwischt. Sie ist mit den Kindern in einem Hof zwischen Büro und Steinbruch untergetaucht. Mhm. Klingt nach einer tollen Person. High position, Gere. Bededuk ani khayet. Ja, ist wirklich eine nette, scheinbar. Du stiehlst für die Arbeiter im Steinbruch. Wenn du mich festnehmen willst, musst du mir das Herz rausreißen, bevor ich Ketten trage. Keine Sorge. Doch die Römer könnten Vergeltung üben. Du willst Gutes tun, aber deine Taten könnten Schlechtes bewirken. Neck, ich kann nichts für ihre Unterdrückung. Ich bin eine Befreierin. Du erzeugst Unterdrückung. Befreiung ist eine Kunst, kein simpler Diebstahl. Freiheit kann man nicht stehlen. Man muss sie erschaffen. Ich weiß, was Freiheit ist. Ich habe mit meinem geliebten Mann in Freiheit gelebt, bis er von Tacitus wie eine Fliege gekreuzigt wurde. Mhm. Oh oh. Da sind sie. Alright, die sind. Wow, 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 wow. Wer wird denn hier gleich? Ha, wir haben uns ganz gut geschlagen. So. War's da schon? Ja. Wohin gehst du? Ich will versuchen, die
die anderen Römer von diesen unschuldigen Kindern wegzulocken. Da sind keine mehr. Da werden immer mehr sein. Nicht, wenn du zu uns stößt. Ich verstehe nicht, was du von mir willst. Du kämpfst gut. Und gute Krieger sind rar. Folge unserem Weg und du wirst es nicht bereuen. Ich trete keinen Kult bei. Wir sind Befreier und folgen nicht den Regeln falscher Orakel und Tyrannen. Du bist eine Auserwählte. Ich will Gutes tun. Ich will helfen, dass unser Land heilt. Shakilat, du hast ganz sicher den Ka einer Verborgenen. Aber wie kann ich einem Fremden trauen? Bisher arbeitete ich allein, um mein Volk zu schützen. Und traue nur mir selbst. Unsere Werte sind gleich. Du musst nur entscheiden, ob du zum Wohle einiger weniger oder aller kämpfen willst. Sieh mir in die Augen und sag mir, dass es Hass, Krieg und Menschen in Ketten nicht mehr geben wird. Unser Credo überwindet all das. Euer Credo? Und wenn ich mich ihm verschreibe und es glaube, was muss ich dann tun? Springen. Springen. Wie geht es weiter? Tja. Und nicht daneben. Direkt auf den Heuhaufen da. Geht da. Das war unglaublich. Ich dachte, ich würde sterben. Du bist wiedergeboren als Verborgene. Wie geht es weiter? Wir haben ein Büro und eine Zeremonie, um deinen Eid zu feiern. Ich werde im Schatten leben. Willkommen in der Bruderschaft. Das kann auch nur gut werden. Wo die Sklaven sterben. Na dann, auf geht's. Ah, perfekt. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Deshalb reden wir mal schnell mit dir. Ah, Bayek. Es wird Zeit, Rufios Unterführer auszuschalten. Tacitus hält sich oft hier über dem Steinbruch auf. Er ist ein brutaler Aufseher. Täglich statuiert er Exempel an seinen Arbeitern. Alrighty then. Ich bleibe hier und sehe mir diesen Wecker an. Ich will die Sinne über ihn herfallen. Emma. Ach, daneben. Geht doch. Wir sollen erstmal gucken. Wozu haben wir dann unseren kleinen, unseren süßen kleinen Falken?
wunderbare Mischung. Und doch, sehen einige von euch angewidert das Gesicht. Und versuchen, ich bin und... Warum tust du das? Du kranker Mann. Justitia, höre die Strafe. So. Möge Osiris dein Ka auf ewig quälen. Nicht ganz so subtil wie bei dem Steinmetz, aber es klappt. Ist ewig, ja? Ja, befürchte ich auch. Aber erstmal werden wir noch die Rebellen befreien. Ups. Wow, wow, wow. Helft ihm auf den Brüden! Nicht zu! Name! Schule! So. Hahaha. Ihr seid frei! Hallo. Ich fürchte, dass uns mehr Römer bevorstehen. Ja, ich wollte mit dir reden. Mehr tun, bin ich ganz sicher. Wenn wir den ganzen Betrieb anlegen, gibt es vielleicht einen Aufstand, was noch besser für den Sinai wäre. Verstärkung. Ich füge sie dem Ufer für Anubis hinzu. Ja, wo bist du denn in Bayek? Runter mit dir. Sie bejahen
Erstmal die Kohle her. Da. So. Sei wachsam. Hey, wer war das? Ja, Bayek. Das ist noch der Krieger, den ich kannte. So wie du, Tahira. Du kämpfst immer noch mit Sobek. Ein großer Sieg für die Nabatea. Der Steinbruch muss in guten Händen bleiben. Das wird schwer. Rufio wird mehr Centurios schicken. Und dem Steinbruch sind noch Sklaven, die befreit werden müssen. Zähigkeit ist eure beste Waffe. Arbeitest du für Gamilat? Wir wissen von den Verborgenen, den großen Helden im Schatten. Niemand arbeitet für die Verborgenen. Gut, ich danke dir für die Hilfe. Wenn ich in Zukunft ein Zeichen sehe, werde ich es achten. Supi, danke. Ah, da müssen wir hin. Oh, ist ja direkt um die Ecke. Tja, die Rebellion hat begonnen. Natürlich breche ich mir wieder sein Bildknochen. Der hineingeht, wird beraubt. Und na, super. Alle müssen rein. Gamilat sagt, dass ein Verborgener vielleicht dort eindringen will. Das wäre Selbstmord. Nicht für einen Verborgenen. Gamilat hat sich wohl nicht zu helfen, wenn es Probleme gibt. Den Rest erledige ich dann schon. Hallo. Tahira sagte, dass du kommst. Wer ist mein Ziel? Ampelius. Er beaufsichtigt den Handel auf der Halbinsel. Du findest ihn unten. Mhm. Und noch irgendwelche anderen Infos? Er presst blutigen Saft aus jeder Münze, die den Horus wegnimmt und diese Mauern passiert. Wie erkenne ich ihn? Da gibt es ein Problem. Er kleidet sich wie sein Unterführer. Aus der Ferne ist er nicht zu erkennen. Na toll. Bist du sicher, dass er in der Festung ist? Allerdings. Mein Partner ist hineingegangen und nicht zurückgekehrt. Erwarte mich bei den betenden Händen. Wenn ich ihn finde, bringe ich ihn mit.